Der Dara und About a Fruit hatten vor kurzem eine Live-Diskussion. Und da ich in dem Gebiet ja mittlerweile auch schon so meine Erfahrungen gesammelt habe, schaue ich mir das Ganze heute einmal an. Eigentlich bin ich ja echt ein Fan von solchen Diskussionen. Man kann seine Punkte vortragen, hört sich dann die Konter von der Gegenseite an und kann seine Meinung dann dementsprechend anpassen oder anders verargumentieren. Allerdings geht genau das leider immer häufiger verloren. Man versucht den anderen in irgendwelche angeblichen Widersprüche zu verwickeln, ihn mit Absicht misszuinterpretieren oder irgendwelche alten, problematischen Clips von ihm rauszusuchen, um die Person diskreditieren zu können. Und genau das konnte man in diesem Gespräch mal wieder sehr gut erkennen. Also das Ganze hat damit angefangen, dass About a Fruit Dara in seinem Twitch-Chat kritisiert hat und sie auf die Idee kam, einen Live-Talk zu machen. Allerdings geht man in sowas ja nicht einfach unvorbereitet rein. Denn wenn man Dara ist, lässt man sich lieber mal von Tilted Floster ein paar Clips vorher raussuchen, in dem About a Fruit dumme Sachen sagt, um Angriffsfläche zu haben. Habt ihr zwei Clips von dem geschickt? Geil. Nathan wieder mit den Credentials. Oder so ein Rezo habe. Wer ist für euch am Ende der Glaubwürdigere? Seth? Der sagt, ich fahr dir mal ein paar Mal über ein Ding, du solltest mal ein bisschen Gras anfassen, du kleines Bückstück, du kleiner armseliger Schimmel und so weiter. Oder glaubt man am Ende lieber einem Rezo? Und das schadet am Ende. Weil Menschen wie diese Leute sorgen eher dafür, dass man dann sagt, queere Menschen sind viel. Und das zeigt wunderbar die Herangehensweise. Man lässt sich einfach von seinem Chat irgendeinen Clip ohne Kontext schicken, um Angriffsfläche gegen seinen Gesprächspartner zu haben, anstatt wirklich argumentativ über Punkte und Ansichten zu sprechen, die diese Person auch im Gespräch ordentlich formulieren kann. So ganz für sich stehend mag dieser Clip auch komisch klingen, aber es gibt ja hierfür einen Kontext. Es gab beispielsweise das Problem, dass auf CSDs sexuelle Dinge auf der Straße öffentlich ausgelebt wurden. Und als eine Perscher das dann kritisiert hat, gab es diese wunderbare Verteidigung dafür. Wenn ich vor einem Kind mich verhalte wie ein Hund, ein Tier, ein Robbe, whatever, natürlich finden die das lustig, weil die natürlich auch nicht wissen, dass es ein Fisch ist, was viele Männer, die es praktizieren, erregt. Das ist so spannend, dass sie sich teilweise immer selber widerlegt, weil macht sie ja hier gerade. Fassen wir das also nochmal zusammen. Du findest es scheinbar in Ordnung, Kinder, Nacktheit und Kings auszusetzen auf offener Straße. Und der einzige Grund, warum sie vielleicht weniger positiv darauf reagieren, ist, weil sie so erzogen worden sind, was wir ändern können, damit sie das cool finden und damit sie das in Ordnung finden. Und aufgrund von solchen wirklich komischen Aussagen werden leider manche die gesamte Queer-Community als komisch oder abartig abstempeln, weil eben sowas da existiert. Deswegen sollte man das kritisieren und sich davon distanzieren. Genau das war es auch, was About a Fruit in diesem Clip aussagen wollte. Aber wenn man den natürlich aus dem Kontext schneidet und Tilted Floster den dann bei Dara reinschickt, um Angriffsfläche für ein Gespräch zu haben, kommt das eben überhaupt nicht mehr so rüber. Und genau damit startet Dara dann auch in das Gespräch. Wie sorge ich dafür, dass queere Menschen als pädophil wahrgenommen werden? Also ich habe das ja erstmal so in dem Kontext, also da ist ja der Kontext schon wichtig. Aber ganz grundsätzlich, was ich im Allgemeinen meine, wenn ich sage, dass gewisse Probleme auch für queere Menschen schlimmer werden können, ist im Wesentlichen, dass ich halt auch meine, dass wenn man halt für queere Menschen sich einsetzt, ist es halt äußerst wichtig, wie man darüber redet. Und wenn man halt, und das ist meine Meinung, ich weiß, dafür werde ich naiv genannt und alles Mögliche, ne, ich werde auch dafür beleidigt, nicht von dir, ne, ich meine jetzt nur im Allgemeinen, dass ich halt einfach sage, wenn ich natürlich eine gewaltvolle Art als Transportmittel nutze, dass dann halt die Resonanz genauso gewaltvoll zurückkommt. Also indem man sich sehr lautstark für queere Rechte einsetzt. Und hier würde ich direkt mal einschreiten, denn es gibt einen relevanten Unterschied zwischen sich stark für etwas einsetzen und einfach nur rumbrüllen. Carsten Stahl ist hier ein gutes Beispiel. Er tut ja immer so, als würde er sich besonders stark für Kinder einsetzen, indem er eben rumbrüllt und den starken Mann spielt. Doch im Endeffekt schadet er damit Kinderschutz, genauso wie ein Seth Van Doom Transmenschen schadet, wenn er sowas hier sagt. Wohlgemerkt, bei den folgenden Clips geht es ihm angeblich darum, für Transmenschen und deren Rechte zu kämpfen. Und da ist eine Trulli im Spiel. Wär ich jetzt kein Cis-Kerl, sollte es mir nicht unbedingt live unter die Augen kommen. Ist sogar ein dreckiger, schimmliger, witziger Sohn. Ein Schmutzmensch. Eine vollgeschissene Menschenhaut. Genauso übrigens wie die Fotze, die da in dem Kreis mit den Herzchen sitzt. Ja, dann denkt sich auf jeden Fall jede Person, die dem Ganzen gegenüber kritisch eingestellt ist, weil sie vielleicht zu wenig darüber weiß. Ach so, er beleidigt mich als... Ja, dann bin ich ja gar nicht mehr transfeindlich plötzlich, weil er hat mich ja als
beleidigt. Es ist einfach ein absolut dummer Gedanke zu sagen, umso lauter ich schreie, umso mehr wird es bringen. Und sich dann auf eine höhere Stufe zu stellen und zu sagen, ich bin ja besser, weil ich mache ja den lauteren, stärkeren Aktivismus, ist ebenfalls absolut dumm. Bevor wir jetzt weitermachen, schaut gerne mal in den Talk von About a Fruit und mir rein, der ist auf meinem Zweitkanal hochgeladen worden, wo ihr auch gerne mal ein Abo dalassen könnt, dort gibt es normalerweise Reactions von mir. Aber mal zurück zu diesem Gespräch hier. Nachdem About a Fruit nämlich erklärt hat, dass er eben für einen konstruktiven Diskurs ist, indem man sachlich Argumente austauscht und Leuten Sachen erklärt, ohne sie anzuschreien oder zu beleidigen, sagt Dara das hier. Ne, das ist ja schon irgendwo eine ziemliche Doppelmoral, wenn du dich hinstellst und beispielsweise überhaupt reißerische Streamtitel verwenden möchtest, aber gleichzeitig ja eigentlich nur ein normales Gespräch führen möchtest und auch gerne hättest, dass alle das machen. Mal abgesehen davon, dass Streamingtitel im Allgemeinen recht provokant formuliert sind. Wäre es nicht sowieso sinnvoller, Streamingtitel so zu formulieren, dass man eben auch Leute anzieht, die in Gefahr laufen, in ein Extrem zu driften? Also es könnte ja auch Personen geben, die diesen Titel sehen, ihn anklicken und erwarten, dass sie jetzt krasses Vogue-Bashing bekommen, wo es sich komplett inhaltslos einfach nur drüber lustig gemacht wird und im Endeffekt bekommen sie sinnvolle inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik. Somit könnte man ja auch eigentlich Leute, die eben extremere Inhalte feiern, eben zu einem konstruktiven Diskurs bringen. Also ich halte das eben gar nicht für dumm, Leute, die eben extremer stehen, mit solch provokanten Titeln anzulocken, um sie eben zu einer moderateren bzw. inhaltlicheren Meinung zu bringen. By the way, der Typ, den ich vorhin eingeblendet habe, heißt Seth Van Doom. Hört mal, was Dara zu ihm zu sagen hat. Meinst du Seth? Nee. Der ist ja cool. Leiter. Okay, also der ist cool. Zur Erinnerung nochmal, das hier sind so seine Aussagen. Nein, ihr seid halt einfach dreckige, kleine Schneeflocken-Kinder. Ihr könnt euch einscheißen wie nichts Gutes, aber wehe, ihr steht dann wirklich mal vor jemandem, der euch die Stirn bietet. Dann pisst ihr euch ein, ruft die Bullen und macht Mimimi. Ihr wollt mein Handy wegnehmen. Einfach mal Frauen im Internet Gewalt androhen, weil die ja die falsche Meinung haben. Um kurz generell nochmal drauf einzugehen. Ich verstehe dieses Konzept von, man darf Personen beleidigen, solange sie eine falsche Meinung haben, sowieso nicht. Denn abgesehen davon, dass es nichts bringen wird, sie werden ihre Meinung dadurch nicht ändern, ist hier auch die Frage, wo genau die Grenze liegt. Ich hoffe mal, für euch ist es allgemein nicht okay, eine Frau einfach so als zu bezeichnen. Aber wenn sie die falsche Meinung hat, dann halt eben schon. Die Frage ist hier, gilt das auch für Transpersonen? Also beispielsweise eine Persha X, die ja aus eurer Sicht ganz klar die falsche Meinung hat. Dürfen wir sie dann einfach misgendern, sobald sie eine falsche Meinung hat? Denn für euch zählt ja sowas wie die Menschenwürde nicht mehr, sobald eine Person eben eine falsche Meinung vertritt. Also versteht mich nicht falsch, ich bin nicht dafür, dass das okay sein sollte. Ich bin aber eben auch nicht dafür, dass es okay ist, eine Frau einfach so zu nennen, wenn sie eine andere Meinung vertritt. Bevor wir hier weitermachen, schaut unbedingt mal bei den Kanalmitgliedschaften vorbei. Ich habe die seit letzter Woche aktiviert und ihr könnt ab 99 Cent im Monat Debate Pro werden und habt diese coolen Emotes hier und werdet am Ende vom Video namentlich eingeblendet. Wenn das nur jeder dritte bis vierte von euch machen würde, könntet ihr mich schon riesig unterstützen und würdet mir helfen, dass ich YouTube vielleicht eines Tages Vollzeit machen kann. Machen wir jetzt aber mal weiter mit dem Gespräch und zwar dem Thema Pseudo-Wokeness. Das ist nämlich der Begriff, den About a Fruit nutzt, um über eine Bubble zu reden, die sich mit dieser Wokeness schmückt, um ihren eigenen Profit daraus zu ziehen. So, und was ist jetzt mein Fehler, wenn ich Pseudo-Woke sag statt Woke? Ich mach doch da genau das Richtige. Oder würdest du mir da abstreiten, dass ich das Richtige mache? Naja, Woke ist ja schon Pseudo. Also der Begriff ist ein rechter Kampfbegriff. Es ist kein wirklicher, also es ist sollte es aber nicht sein, oder? Siehst du das nicht so? Es sollte aber kein Kampfbegriff sein. Und man merkt das Ganze ja schon, wenn man mal jemanden fragt, was das eigentlich sein soll. Da kannst du ja keine wirkliche Antwort drauf geben. Das hast du ja bisher nicht geschafft. Du sagst dann halt wachsam, okay, whatever, wachsam für Diskriminierung. Und hier hat er sich leider in einen kleinen Widerspruch verwickeln lassen. Allerdings ist das auch irgendwie logisch, weil das anscheinend das einzige Ziel von Dara war, zumindest kam es mir im gesamten Gespräch so vor und genau diese Art werden wir auch am Ende nochmal sehen, aber wie würde ich denn jetzt das Ganze einschätzen? Also, eine woke Person ist in meinem Weltbild eine Person, die wachsam bzw. aufmerksam für soziale Ungerechtigkeit, Diskriminierung oder Ungleichbehandlung ist. Und das wäre der Punkt, den ich hier machen würde, das Ganze auch prinzipiell erstmal verurteilt. Also eine Person, die nur wachsam ist, das erkennt und gut findet, ist in meiner Welt nicht woke, also wachsam. Und jetzt kommen eben Pseudo-Woke ins Spiel. Das sind in meinem Weltbild Personen, die sich eben an die Woke-Bewegung ranhängen und tun so, als würden sie eben mitkämpfen.
Und in diesem Zustand kann man auch noch gar nicht erkennen, ob jetzt eine Person woke, pseudo-woke oder keins von beiden ist. Aber man kann es eben erkennen, sobald sich eine woke Person oder vermeintlich woke Person anfängt einzusetzen. Beispielsweise indem sie fürs Gendern ist. Also an jedes Wort ein Innen ranhängt und damit erstmal die Sprache unmöglich für Ausländer zum Sprechen und Lernen macht und alle Leute, die außen sind, diskriminieren, also grundsätzlich erstmal gegen Obdachlose ist. Okay, war jetzt vielleicht doch eher ein schlechtes Beispiel, aber ein Pseudo-Woker würde sich jetzt eben genau daran hängen. Also auch fürs Gendern sein, aber eben aus anderen Gründen. Zum Beispiel, um als besser wahrgenommen zu werden. Im Sinne von, dass man sich für Sachen einsetzt oder dass man für Gleichberechtigung ist. Aber eben nicht aus den richtigen Gründen, dass man es wirklich ist, sondern um seinen eigenen Profit daraus zu schlagen. Und das wäre für mich einfach die Definition eines Pseudo-Woken. Aber kommen wir mal zum Ende der Diskussion, denn das hat mich tatsächlich am meisten schockiert. Nein, du drückst das ja so aus, als wäre man pauschal gegen Gewalt. Gegen sämtliche Gewalt. Ich bin pauschal gegen Gewalt, ja. Ja, aber das ist immer geheuchelt. Bist du dafür, dass wir die Polizei abschaffen? Natürlich nicht. Ja, also, dann bist du ja auch für Gewalt. Also, du, ne? Hä, wann setzt bitte die Polizei Gewalt ein? Also, ich meine jetzt legal, natürlich, ne? Lass den Moment kurz wirken. Na, ganz kurz. Wann setzt die Polizei legal Gewalt an? Weil es wird mir ja auch immer oft gesagt, was ist, wenn es Selbstverteidigung ist? Und das ist ja was ganz anderes. Also denkst du, ein Polizist schießt einfach aus Spaß auf Personen? Dara? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Und ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm ausgedrückt von Aboutafruit, aber Dara stellt das jetzt auch als was viel Größeres dar. Das Problem hier ist eigentlich nur, dass Aboutafruit reaktiver mit aktiver Gewalt verwechselt hat bzw. nicht differenziert hat. Und diesen kleinen Fehler nutzt er jetzt komplett aus und macht ein paar Sekunden später noch das hier. Ne, so am Ende des Tages merke ich eben, wann ein Gespräch weiterzuführen, ich sag mal, unethisch ist. Ich habe ihn gemutet und dann aus dem Call geschmissen. Das tut mir jetzt leid für ihn. Ich hab dich lieb, ja. Aber das war wild. Und langsam will ich ins Bett. Ja, Dara, ist schon klar, du musst genau jetzt schlafen gehen, wo die andere Person im Talk gerade einen Fehler gemacht hat. Also, es ist so dermaßen offensichtlich, dass Dara ihm hier keine Zeit geben möchte, zu erklären, wie er es eigentlich gemeint hat, um eben als Gewinner des Talks dazustehen. Und dann schmeißt er ihn einfach raus. Ich meine, man erkennt ja eigentlich, wie bösartig das ist und dass es hier nicht um eine konstruktive, inhaltliche Debatte geht, sondern einfach nur darum, gewonnen zu haben. Ich finde den Gedanken von Gewinnen und Verlieren bei einem Talk eh super dumm. Im Normalfall sollten beide gewinnen. Man muss ja nicht unbedingt Punkte voneinander einsehen, aber zumindest besser verstehen, warum die andere Person so denkt, wie sie denkt. Aber darum geht es hier schon längst gar nicht mehr. Dara möchte einfach nur für seinen Chat gewonnen haben. Also Leute, schaut gerne bei den Kanalmitgliedschaften vorbei, würde mich wirklich unterstützen. Lasst ansonsten gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.